Da bin ich, Ihr zwangsgebührenfinanzierter Regierungskomiker. Ja. Und bevor Sie jetzt wieder den Fernseher anschreien, ja, Olaf Scholz hat mir gerade noch backstage zwischen zwei Nickerchen im Stehen die Leitlinie für heute Abend mitgegeben. Und ich muss sagen, ich habe kein Wort verstanden. Ja, wie auch bei dem ganzen Geschrei von Habeck und Lindner. Na, da verstehst du ja nichts. Da war auf jeden Fall irgendwas mit Doppelwumms und Zeitenwende. Doppelwumms, ne, das klingt ja schon nach Action im Lendenbereich. Bedeutet aber auch, wenn es im Lendenbereich kribbelt, herrscht im Hirn meist Stillstand. Ne? Und das ist auch der aktuelle Stand der Ampel. Na, bitte Sie, das ist doch keine Koalition mehr. Das ist eine Kneipenschlägerei auf St. Pauli. Lindner und Habeck hampeln rum wie zwei Kirmesboxer morgens um 2:30. Und der Scholz steht mit den Händen in den Taschen daneben und pfeift fröhlich, spiel mir das Lied vom Tod. In dieser Koalition passiert doch gerade nichts mehr, außer dass die sich dolle Namen für Projekte ausdenken, die dann mit Doppelwumms in die Hose gehen. Beispiel die Energiepreisbremse. Das klingt doch schon wieder super. Energiepreisbremse. Die Regierung tritt beherzt auf die Bremse, bevor die bösen Energiepreise den Bürger über den Haufen fahren. Darum zahlt der Bürger seit dem 1. März nur noch 40 Cent für die Kilowattstunde Strom. Und alles, was darüber liegt, zahlt der Staat. Also der Steuerzahler. Na, und das ist prima, denn da freut sich der Bürger, dass dieser nette Steuerzahler die Rechnung übernimmt. Und die Energiekonzerne sind auch glücklich, denn die können jetzt für die gleiche Menge Strom zwei Kunden Rechnung stellen. Dem Bürger und dem Steuerzahler. Ne, und bis der Bürger merkt, dass er auch der Steuerzahler ist, ja, hat E.ON die Dividende längst ausgezahlt. Das ist doch keine Energiepreisbremse, das ist ein Energiepreisturbo. Es ist doch völlig absurd. Seit August 2022 fallen die Preise an der Strombörse. Aber pünktlich zum 1. März werden an vielen Orten in Deutschland die Strompreise nochmal erhöht. In Teltow hat E.ON den Preis für die Kilowattstunde Strom um fast 60% angehoben. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist da in der Nacht auf den 1. März passiert? Ne, macht E.ON den Strom da jetzt von Hand? Steht da der Vorstand persönlich am Trafo und reift Luftballons am Wollpulli? Was machen die da plötzlich? Hier. Der Strom ist 60% teuer. Warum wird der Strom denn zum 1. März so teuer? Liegt das vielleicht an den 200 Milliarden Euro Steuergeld, die von der Ampel als Energiepreisbremse auf dem Silbertablett präsentiert wurden? Nein, nein, sagt E.ON. Die Preiserhöhungen stehen in keinem Zusammenhang mit der Strompreisbremse. Natürlich nicht. Ich glaube, die Preiserhöhungen stehen in keinem Zusammenhang mit irgendwas, außer dem Abzocken von Steuergeldern. Und ich finde es auch völlig richtig, dass Christian Lindner da aufsteht und sagt, das Steuerrecht muss vor Willkür geschützt werden. Nee, sorry. Das hat er gesagt, als es um die Übergewinnsteuer ging. Ja. Ich glaube inzwischen, das Steuerrecht muss vor Christian Lindner geschützt werden. Denn laut FDP ist eine Übergewinnsteuer das Ende der sozialen Marktwirtschaft. Aber wissen Sie, was das Ende der sozialen Marktwirtschaft ist? Wenn bei fallenden Preisen auf dem Markt die Gewinne der Konzerne durch Steuergelder finanziert werden. Es ist das Ende der sozialen Marktwirtschaft, wenn in Krisenzeiten das Geld einfach munter weiter von unten nach oben verteilt wird. Es ist das Ende der sozialen Marktwirtschaft, wenn es inzwischen völlig scheißegal ist, ob die CDU oder die SPD den Kanzler stellt, weil die Regierenden nur noch mit der Sicherung von Eigentumsverhältnissen beschäftigt sind. Und es ist schlichtweg eine Unverschämtheit, wenn diese Umverteilung von Vermögen auch noch als soziale Maßnahme verkauft wird. Ich bin gerade so geladen, ich könnte ganz Teltow einen Monat mit Strom versorgen. Und zwar umsonst. Aber ich habe für Sie jetzt hier noch eine prima Idee, wie Sie in Zukunft Ihren eigenen Strom produzieren können. Ihr habt da auch schon einen ganz tollen Namen für: regenerative Energie. Ja, ist ganz einfach. Sie kaufen sich 250 Hamster
und schließen einen Stromgenerator ans Hamsterrad. So, und dann rennen die Hamster jetzt in zwei Schichten. Ne? Und immer wenn die eine Hälfte rennt, kann sich die andere Hälfte regenerieren. Ja? Deshalb auch der Name regenerative Energie. Ne? Und das Beste ist, die Hamster kriegen keinen Lohn, die streiken nicht, denen ist scheißegal, wer sie regiert, sondern die rennen einfach so lange, bis sie tot umfallen. Genießen Sie den Klimawandel. Hallo, wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder drückt hier oder da oder hier. Oh nee.